mich halt einfach mal so rausgehauen. Yo, was ist denn, wenn ein Unge mit 2 Millionen Abonnenten hier aufnimmt und hier einfach aufnehmen möchte und ein bisschen Werbung für euch machen möchte, so einfach so. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Games hier auf dem GommeHD.net Server mit dem Phasen Default Pack irgendwie und heute habe ich eine kleine Real Life Story am Start, weil wir versuchen erstmal nice eine Hose, okay. Gut, die Angel hätte ich zwar gerne noch gehabt, aber man kann ja auch nicht alles kriegen im Leben. Auf jeden Fall fangen wir direkt mal an mit der Real Life Story heute. Auf jeden Fall mal dachte ich mir so, yo, diese Real Life Story, die musst du einfach nochmal erzählen, ja. Das ist nämlich wirklich für die ein oder anderen noch lehrreich, glaube ich, denke ich, hoffe ich, ja. Gut, auf jeden Fall die Real Life Story, ja, fangen wir direkt mal an. So, ich dachte mir so, yo, du kannst immer heute, es war halt ein normaler, sonniger, naja, windiger Tag. Und ich dachte mir ganz einfach, yo, du kannst auch mal wieder Pranks machen, weil ich halt in letzter Zeit, also ich hatte da halt zu dem Zeitpunkt, das war vor kurzem, das ist noch nicht so lange her, hatte ich lange keine Pranks mehr gebracht. Und dann dachte ich mir, yo, okay, du musst mal wieder Pranks bringen, muss ich auch jetzt langsam mal wieder bringen, habe ich Bock drauf und habe ich auch vor, wieder zu machen. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass ich mir dachte, yo, die kannst du mit einem Freund machen in der Stadt, so ein paar Leute pranken oder so. Und ich mache das eigentlich immer recht spontan, dass ich mir irgendwie jetzt was überlege, yo, da kannst du pranken oder so. Und es war dann halt so, dass ich halt, ich hoffe, die Kisten sind irgendwie voll. Nee, irgendwie nicht. Es war dann halt so, dass wir dann halt uns letztendlich überlegt hatten, dann, dass wir doch zu einem Einkaufsland gehen. Und den Einkaufsladen kennt ihr auch, glaube ich, schon aus einem Vlog. Und zwar Famila. Die meisten kennen ihn sogar wahrscheinlich, ne? Aber Famila, ja? Wir dachten uns nichts dabei. Denn in jedem Laden, man kann in jedem Laden ganz normal filmen. Und keine Ahnung, es war halt so richtig komisch dann. Wir waren halt mit der Canon Legria Mini X unterwegs und mit so einer anderen größeren Kamera noch von Canon. Okay, der hat mir zu gutes Equip. Und von daher, die Canon ist ja etwas kleiner, ist ja nur so eine kleine viereckige Kamera, ist übrigens unten in der Videobeschreibung, falls da jemand Interesse dran hat, da ist der Amazon-Link für euch, falls ihr die auch haben wollt. Und auf jeden Fall dachten wir uns dann, yo, wir können nochmal bei Family so ein paar Leute pranken. Und dann haben wir Ansage erstmal gemacht, Ansage ganz normal, und haben erstmal gedacht, yo, wenn ich du wäre, können wir mal machen, haben wir erst dann gemacht. So, na, hatten wir doch keinen Bock mehr drauf, jo, dann haben wir es gelassen, dann haben wir Leute geprankt. So, dann sollte ich als erstes mal, weil wenn ich du wäre, sollte ich mich in so einen Eingang stellen, wo so eine Frau durch wollte. Und dann meinte ich so, hinter mir war halt so gar nichts, war alles normal. Und dann wollte sie, warum kann ich denn hier nicht durch? Ja, wegen Bauarbeiten, schon mal so richtig dumm, ja. Und dann sie hat mich fast geschlagen, ne, ich schwöre, die wollte mich schlagen. Und auf jeden Fall ist es dann so letztendlich gewesen, dass es einfach so war, dass wir dann wieder jemanden geprankt haben. Und zwar, es war so, wir waren halt bei dem Wasser und dann hat ein Freund von mir nach dem Wasser gefragt. Und wir standen halt, also wir waren zu dritt und ein Freund und ich, wir standen halt mit Kamera so, mein Freund hatte die große, ich hatte die Legria und haben das Ganze halt natürlich selbstverständlich gefilmt, um das euch letztendlich dann zu präsentieren. Auf jeden Fall ist es dann letztendlich so gewesen, jetzt kommt es ganz cool, dass der Typ beim Prank diese Kamera gesehen hat, aber jetzt kommt der Hammer gleich, ja. Die Legria ist Mini. Das ist ja, die heißt ja nicht umsonst Mini X. Die ist richtig klein und die andere war halt eine normale große Kamera. Ja? Und es ist halt so gewesen, der Typ hat nur die Legria gesehen. Er hat nur die Legria gesehen, die kleine. Da denke ich mir wirklich nur so, wie? Wie hast du bitte die Legria gesehen? Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass wir dann so da standen und der Typ ging halt ganz normal weg. Wir dachten uns, yo, wir haben ihn jetzt geprankt, geil, Alter. Boah, das müssen wir später hochladen, das war voll cool, Alter. Nee, so war es dann letztendlich doch nicht. Paar Minuten später, erstmal wir haben telefoniert, dann sollten noch so Freunde von uns kommen, so, dies, das, sind auf dem Weg so. Auf einmal kommt dieser schwarzhaarige, das war so ein schwarzhaariger Typ, ne? Kommt er so an mit so einem Verkäufer. Und der Verkäufer, der hat schon so richtig böse geguckt. Beide gucken so richtig böse. Ich denke mir so ein, oh no, das kann nichts Gutes bedeuten, wenn der Typ wieder auftaucht. Er kommt so mit einem bösen Verkäufer, ne? Ich denke mir einfach nur so, für wen hält dieser Verkäufer sich, ne? Denn was er dann alles so gesagt hat, hat sich wirklich für den coolsten Typen auf der ganzen Welt gehalten und meint, er wäre der Beste der Welt.
Und fand ich auf jeden Fall schon mal richtig krass, war der Typ und so. Und ja, auf jeden Fall hat er dann mit uns geredet, meinte so, yo, ihr filmt hier, lalala. Und dann müssen, nee, hä, was? So erstmal halt auf unschuldig tun, so, ne? Wir haben nur gar nichts gemacht und ja, auf jeden Fall meinte dann, yo, ja, also dieser Schwarzrige meinte dann, yo, also der Bob, ich nenne jetzt Bob, der Bob meinte dann halt so, yo, die hatte so eine kleine Kamera, die habe ich gesehen und hat dann übelst gepetzt und so, ist doch eigentlich nichts Schlimmes so dabei, ne? Und ja, auf jeden Fall richtig cool von ihm, ne, dass er jetzt erstmal petzt und dann meinte so, yo, die hier, habe ich ihm halt so die Cam gezeigt und er so, ja, das ist die, ja, ja, ja. Und dann zeige ich ihm so die Aufnahme, hä, yo, da ist gar nichts, also ich habe die ja vorne nämlich schon gelöscht, weil ich die Kacke fand irgendwie doch und so. Hab ich so, yo, hier ist nichts. Und dann hatte ich aber noch davor diese Begrüßung von dem ganzen Video überhaupt und die war halt noch drauf. So, zeige ich den. Ja, nee, sie sind da nicht drauf. Und es war doch so, dass der Typ sich beschwert hat. Auf einmal beschwert sich der Ladentyp da. Ja, ihr sollt die Ware hier nicht filmen, die Produkte, das geht so nicht. Und lala, regt sich voll auf. Und ich denke mir nur so, ey, was ist denn da so schlimm? Das ist doch nur Promo für euch. Und genau, er regt sich halt so übelst auf, der Typ. Und ja, ihr dürft es nicht filmen. Ich hole jetzt die Polizei und so. Meinst du, yo, findest du es nicht ein bisschen überkrass? So, keine Ahnung, weil es doch voll unnötig. Und dann haben wir halt übelst diskutiert. So, ich habe halt weiter diskutiert, weil ich fand das einfach nicht korrekt, so was die gesagt haben. Und dann habe ich halt einfach mal so rausgehauen. Yo, was ist denn, wenn ein Unge mit 2 Millionen Abonnenten hier aufnimmt und ja, hier einfach aufnehmen möchte und ein bisschen Werbung für euch machen möchte, so einfach so. Nee, finden wir nicht gut. Er haut einfach raus, finden wir nicht gut. Yo, nee, ist kacke. Da denke ich mir nur so, yo, Ladenbesitzer, was ist eigentlich in deinem Kopf, in deinem ganzen Gehirn schiefgelaufen, ja? Wahrscheinlich kennt er diesen Unge, so Simon wahrscheinlich nicht mal und hat nicht mal annähernd eine Ahnung, anstatt sich erstmal zu informieren überhaupt und zu fragen, wer das ist und ja. Nee, gut, ja, nee, erstmal gleich sagen, nee, wollen wir nicht, ist scheiße. Auf jeden Fall, der Laden Farmila, ne, ist für mich echt gestorben, ganz ehrlich, ich habe da echt keinen Bock mehr auf diesen Kackladen, ne. Das war wirklich, es war einfach, ich weiß nicht mal, was es war, ein Geschäftsführer oder irgendein anderer Spacken, ne. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es wirklich ja dummer Idiot gewesen, der da gearbeitet hat und das dann so war und so. Auf jeden Fall habe ich dann die Aufnahmen gelöscht, aber die auf der anderen Kamera, auf der großen, die hielt sogar mein anderer Freund in der Hand. Und die hat er nicht gesehen und hat nichts dazu gesagt. Ja gut, ne, das ist schon wirklich ein Talent. Wieso leben denn hier eigentlich noch so viele Leute eigentlich so mal nebenbei? Habe ich noch Essen? Ja, eine Karotte und ein bisschen was anderes noch. Aber da denke ich mir nur so, was ist bei dem im Kopf schiefgelaufen so, weil es ist doch nichts Schlimmes dabei, wenn ich einfach im Laden so ein bisschen filme und so. Ein bisschen Spaß und so ist doch, muss so im Leben dabei sein, keine Ahnung. Die Leute, die einfach keinen Spaß verstehen, wir brauchen noch einen Harnisch, das wäre richtig cool. Die keinen Spaß verstehen. Keine Ahnung, die haben irgendwie, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, die haben keinen Spaß am Leben und wer keinen Spaß am Leben hat, der sollte nicht leben. Keine Ahnung, finde ich jetzt persönlich so. Ich sag wahrscheinlich irgendwie wieder was Falsches oder so, das würde jetzt den einen oder anderen von euch beunruhigen in den Kommentaren, aber es ist doch einfach so, Spaß gehört im Leben dazu und ja, ein Kuchen, nice. Kuchen kann man immer gebrauchen zum Wegrennen. 40 Sekunden bis der ist mit mir immer noch kein Harnisch, das finde ich ein bisschen scheiße. Soll heute auch wieder nur eine Kurzrunde werden, denn ich nehme gleich sehr wahrscheinlich ein richtig cooles Video auf. Das wird dann ein bisschen besonderer sein. Das werdet ihr dann aber auch am Titel und so in den nächsten Tagen sehen. Das wird richtig cool, denke ich. Wenn ich es hinkriege, richtig aufzunehmen. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ups, hier habe ich jemanden gehört. Oh, scheiße. Ja, wir sollten weg, weil das überleben wir sonst nicht. 15 Sekunden. Aua. Wir hätten ja uns heil auswitch. Nee, komm. Ja, nee, gut. Auf jeden Fall, das wäre es jetzt schon mit dem Video gewesen. Nur kurz wollte ich diese kleine Real-Life-Story erzählen. Wenn es euch auf jeden Fall dann gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir können nochmal ganz kurz in den Hub gehen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Eine positive Anal-Bewertung und sonst wär's gewesen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, was ich mal als nächstes irgendwie, keine Ahnung, Spielmodi oder so Vorschlag von Gommo oder irgendeinem anderen Server könnt ihr euch dann aussuchen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.